Die großen Pyramiden Ägyptens, das siebente Weltwunder. Ein gigantisches Werk, das alles in den Schatten stellt, was Menschen jemals erdacht haben. Nur eine gewaltige Anstrengung konnte das leisten und ein genialer Erfinder. Imhotep, der Herr der Sonne und des Lichts, wie sie ihn nennen. Als Pharao Djoser stirbt, bereitet er den Toten für ein Leben im Jenseits vor. Seine Experimente machen aus der geheimnisvollen Mumifizierung eine Wissenschaft. Auf der Schwelle zwischen Tod und Wiedergeburt. Es heißt, er habe über Zauberkräfte verfügt, Imhotep, der Magier des Pharao. Dafür erntet er Verehrung und offenen Hass. Doch unbeirrt errichtet er dem Pharao etwas noch nie Dagewesenes, ein riesiges Grabmal, das bis zum Himmel reicht. Die erste Steinpyramide der Weltgeschichte, Imhoteps Meisterwerk. Um das Jahr 2700 vor Christus erblickt Imhotep das Licht der Welt. Über ein Jahrtausend vor Ramses und Tutanchamun. Schon bald dringt der Ruf des jungen Genies bis nach Memphis, der alten Hauptstadt von Unter- und Oberägypten. Noch sind die Häuser und Paläste am Regierungssitz der Pharaonen niedrige Bauten aus Lehmziegeln, wie die Computeranimation zeigt. Alle, ob Bettler oder König, wohnen in bescheidenen Gebäuden. Der junge Imhotep arbeitet an einer höchst wirkungsvollen Entdeckung. Einer Mischung aus Stroh und Lehm fügt er Stoffstreifen hinzu, um das Auseinanderbrechen von Ziegelsteinen zu verhindern. Versuche wie diese, so einfach sie uns erscheinen, werden Imhotep eines Tages zu seinem größten Triumph führen, der Erfindung eines revolutionären Baumaterials. Imhoteps Vater Kanofa ist selbst Architekt. Er gibt dem ehrgeizigen Jüngling das handwerkliche Rüstzeug mit auf den Weg. Aber bald kann der Lehrer dem Schüler nicht mehr folgen. Zu neuartig sind Imhoteps Ideen. Imhotep führt dem Vater die neuartige Technik vor. Aber das Experiment endet enttäuschend. Die Stoffstreifen können das Auseinanderbrechen nicht verhindern. Canova empfiehlt die Verwendung eines festeren Stützmaterials. Doch Imhotep mag sich nicht mit der Verbesserung von Altbekanntem begnügen. Er will etwas völlig Neues, noch nie Gesehenes schaffen. Ein atemberaubendes Bauwerk ohne Vorbild. Einem Gott angemessen. Es ist eine Sternstunde menschlichen Geistes. Vor Imhoteps träumenden Augen erscheint ein für alle sichtbares Symbol der dauerhaften Verbindung zwischen Menschen und Göttern. Eine gigantische Pyramide. Aber wie kann er sie jemals bauen? Ihr ungeheures Gewicht zerdrückt alle Lehmziegel. Nur ein künstlicher Berg aus Stein könnte dem Druck widerstehen. Pharao Djoser lädt Imhotep zu sich in den Palast, gegen den Willen der Höflinge und Tempelpriester. Denn der aufgehende Stern des Erfinders überstrahlt bereits alle Konkurrenten. Und zwar ist Ägypten unter Djosers Regierung Schauplatz der ersten kulturellen Revolution seiner Geschichte. Doch noch bestimmen strenge Gesetze und Gebote aus grauer Vorzeit das Leben bei Hofe.
Djosas Name bedeutet der Mann mit dem göttlichen Körper. Unter Androhung der Todesstrafe darf ihm kein Untertan in die Augen blicken oder ihn berühren. Djosa stellt einen für seine Zeit neuen Herrschertyp dar. Er will das traditionelle Hofzeremoniell reformieren und sich von der Bevormundung durch die Priester befreien. Er beschäftigt sich mit Fragen über die Ordnung und Beschaffenheit der Welt. Wo ist der Platz des Pharao zwischen Himmel und Erde? Und vor allem, gibt es eine Rückkehr aus dem Jenseits? Im Hotep eilt der Ruf voraus, trotz seiner Jugend ein überaus weiser Mann zu sein. Der Pharao hat einen Gelehrten gefunden, der ihm seine Wünsche erfüllen will. In Verbindung zu den Göttern zu treten, um es ihnen gleichzutun. Und für alle Zeit die Welt zu regieren. Im Hotep unterbreitet Djosa seinen revolutionären Plan. Das ewige Leben will er ihm schenken und ein riesiges Grabmal, das bis hinauf zu den Göttern reicht. Ein Palast für das Leben nach dem Tod. Doch die Ägypter werden eines Tages nicht Djosa zum Gott erheben, sondern den Baumeister im Hotep. Noch 2000 Jahre später betet das Volk ihn an. Die Antwort der Priester auf Imhoteps Pläne ist ausgesprochen feindselig. Sein enges Verhältnis zum Pharao unterminiert ihre traditionelle Machtposition. Und sie sorgen sich, wer auf den Feldern arbeitet, wenn jeder Mann auf den Großbaustellen beschäftigt ist. Besonders Oberpriester Rechmire ist zum Feind des Architekten geworden und leistet den Plänen erbitterten Widerstand. Wir wissen nicht, wie es im Hotep gelang, seinen Pharao zu überzeugen. Doch Djosa hat die außerordentlichen Fähigkeiten des jungen Baumeisters erkannt und die sich dadurch bietenden Möglichkeiten. Jahr ein, Jahr aus geht die Landbevölkerung ihrer immer gleichen Tätigkeit nach, den Acker bestellen und die Ernte einbringen. Da hat Imhotep die entscheidende Idee. Die Bauern in den arbeitsfreien Monaten zwischen Aussaat und Ernte beim Bau der Stufenpyramide einzusetzen. Die Vorbereitungen für die Errichtung des völlig neuartigen Gebäudes können beginnen. Unmengen von Baumaterial müssen aus den Steinbrüchen herbeigeschafft werden. Imhoteps große Revolution war der Gebrauch von Stein. Dies sind die Steinbrüche, aus denen die Quader stammen, mit denen Djosas Pyramide bedeckt wurde. Während seiner Herrschaft war man im Arbeitsalltag wahrscheinlich mit vielen praktischen Problemen konfrontiert. Dazu gehörte die Ausbildung von Spezialkräften, die mit dem neuen Material Stein umgehen konnten und sich immer neue Wege einfallen ließen, um Abermillionen von Steinblöcken herzustellen. Die Bauern verlassen Dörfer und Familien, um zu Zehntausenden zur Großbaustelle zu ziehen. Dort müssen sie es, nach heutiger Schätzung, mindestens 20 Jahre lang aushalten. Der Pyramidenbau ist aber alles andere als nur ungeliebter Frondienst oder gar Zwangsarbeit für Sklaven. Niemand leidet Not, wenn er seine Arbeitskraft in den Dienst der gemeinsamen Sache stellt. Der Bauplatz ist auf einer Hochebene am Rande der Wüste sorgfältig ausgewählt worden. Selbst die Vermessungsarbeiten folgen einer strengen Inszenierung. Dabei wird die Anlage mit einer bis heute unerklärlichen Präzision auf den Meter genau ausgerichtet. Imhotep lässt die Steine mit derselben Technik zerteilen, wie sie die Einheimischen noch heute anwenden. Und damit kann sogar ein großer Block in wenigen Minuten gespalten werden.
Man muss nur die naturgegebene Bruchlinie des Steins erkennen und dann dort zuschlagen. Bis heute ist an der 60 Meter hohen Pyramide die sorgfältige Arbeit der Steinmetzpioniere zu bewundern. Dies ist ein ganz besonderer, sehr glatter Stein. Ein weißer, feiner Kalkstein, den man aus Tura holte. Das liegt auf der östlichen Nilseite. Mit diesem speziellen Stein haben die Ägypter dann die ganze Oberfläche der Pyramiden bis hinauf zur Spitze verkleidet. Halb verborgen unter dem Sand der Wüste liegen die Gräber der allerersten Pharaonen. Die Bauten bestehen aus Lehmziegeln und begannen schon bald wieder zu zerfallen. Ein erschreckender Anblick für Pharao Djoser. Nun wird Imhotep mit unvergänglichem Stein bauen für die ewige Herrschaft seines Königs. Die Bauarbeiten beginnen mit der Grabung eines 28 Meter tiefen Schachtes. In ihm wird eines Tages der königliche Sarkophag abgeseilt, bevor ein 3,5 Tonnen schwerer Granitdeckel den Zugang blockiert. Der einzige Pyramideneingang auf der Nordseite war kaum auffindbar, weil ihn eine schwere Ziegelsteindecke verdeckte. Die so geschützte Grabkammer ist von unzähligen Korridoren und Gruben umgeben. Einerseits bietet dieses meisterhafte Labyrinth Raum für die Grabausstattung der Königsfamilie, andererseits soll es Grabräubern das Leben erschweren. Elf Schächte von jeweils 32 Meter Tiefe werden gegraben, um später die Särge der Königskinder aufzunehmen. Dann verschließt die Erweiterung der ersten Plattform endgültig die Grabschächte. Der Baumeister experimentiert mit einer völlig neuen Konstruktionsweise. Imhotep gilt als Erfinder verschiedener Messgeräte wie diesem hier. Es ist ein gut funktionierendes Messholz. Man legt es auf die Oberfläche eines Steinblocks und kann mit Hilfe des Fadens den Neigungswinkel ablesen. Der Pyramidenbau geht langsam seiner Vollendung entgegen. Jeder Untertan im Reich ist auf irgendeine Weise daran beteiligt, die Bande zwischen den Göttern und dem Pharao enger zu knüpfen. Djoser regiert nun schon seit langem erfolgreich über das Nilreich. Imhotep ist zum engsten Vertrauten des Herrschers geworden und wird von seinem Förderer zum Oberpriester des Sonnengottes ernannt. Viele Jahre sind vergangen, seitdem sie den Grundstein für die große Pyramide gelegt haben. Der Bau ist immer weiter emporgewachsen. Aber Djoser wartet immer noch auf eine befriedigende Antwort. Kann der Mensch unsterblich werden? Jetzt endlich hat Imhotep die Lösung gefunden. Er hat die Vision einer riesigen Treppe aus Stein, auf der Djoser zum Himmel aufsteigen soll. Hinauf zu seinem wahren Vater Re, dem Sonnengott. Dort endlich wartet die Unsterblichkeit, die bisher nur den Göttern vorbehalten war und nun auch dem Pharao vergönnt sein soll. Bis heute sind nicht alle Details geklärt, wie die alten Ägypter vor 4.500 Jahren solch ein Wunderwerk erschaffen konnten. Die Pyramide gibt selbst den Spezialisten unzählige Rätsel auf. The pyramid
Die von Imhotep erbaute Stufenpyramide hatte eine religiöse Bedeutung. Die Ägypter machten sich ein Bild von der Erschaffung der Welt. Dort stieg der Sonnengott von einem Berg herab, um die Menschen zu erschaffen. Diesen Berg sollte die Pyramide nachformen. Unter ihr wurde der Pharao begraben, um auf ihren Treppenstufen hinauf zum Sonnengott zu gelangen. So steht es in den Schriften, die in späterer Zeit die Pyramiden schmücken. Seit Imhoteps Zeiten benutzen alle großen Pyramidenbauer das gleiche System. Pharao Cheops ebenso wie seine Nachfolger Khefren und Mykerinos. Die Pyramiden sind wie ein Symbol für die Staatsidee. Der Gottkönig steht an der Spitze der Gesellschaftspyramide. Er verbindet das Volk mit den Göttern, schafft Ordnung im Chaos. Das, was er garantiert, fördert über viele Jahrhunderte die friedliche Entwicklung des Nilreiches. Der Pharao und seine Pyramide, sie sind das Fundament der gesellschaftlichen Ordnung. Viele Könige sind Imhotep zu Dank verpflichtet. Er hat sie mit seinem Beispiel gelehrt, monumentale Bauwerke zu errichten, die ihre Regierungszeit um ein Vielfaches überdauern. In Theben lässt Königin Hatschepsut ihrem Lieblingsgott Amun einen grandiosen Terrassentempel aus Kalkstein bauen. 26 kolossale Statuen der Pharaonen überragen den heiligen Bezirk. So stehen die Nachfahren staunend vor all der Pracht, an deren Anfang der Name Imhotep steht. Auch der große Pharao Ramses folgt dem Vorbild des Baumeisters von Saqqara. Er übersät sein gewaltiges Reich mit Totentempeln, in denen er viele Millionen Jahre über Ägypten herrschen wollte. Seine Statuen waren für die Ewigkeit errichtet und der Obelisk erfüllte den gleichen Zweck wie anderthalb Jahrtausende zuvor die Pyramide des Pharao Djoser. Eine Leiter zum Himmel sollte er sein, so wie Imhotep es erdacht hat. Erst 1926 können französische Archäologen Djosers Architekten eindeutig als den Erbauer der Stufenpyramide von Saqqara identifizieren. In ihrem Schatten entdecken sie ein Standbild des Pharao Djoser. Auf seinem Sockel finden sich Hieroglyphen, die von den Wissenschaftlern als Imhotep entziffert werden. Es ist die älteste schriftliche Erwähnung seines Namens. In dieser hieroglyphischen Inschrift steht: Der Oberpriester von Heliopolis, Imhotep, ist Oberbaumeister gewesen. Was Besseres kann man sich gar nicht wünschen. Es ist die älteste Künstlersignatur der Weltgeschichte überhaupt, 2650 vor Christus. Ägypten ist ein Geschenk des Nil. Der große Fluss durchzieht 2000 Kilometer lang die menschenfeindliche Wüste. In dem Land, das ohne Wasser nichts wäre als heißer Sand, lässt er allein blühende Landschaften entstehen. Doch wehe, wenn die lebensspendenden Fluten einmal ausbleiben. Das Land stünde am Abgrund. Hungersnöte konnten im alten Ägypten verheerende Auswirkungen haben. Um das Jahr 2000 vor Christus gab es eine solch gigantische Katastrophe. Die Leute sollen sogar das Vieh der Götter verspeist haben. Damit ist Menschenfleisch gemeint. Bei Assuan bildeten die steilen Felsklippen am Nil für lange Zeit die Südgrenze des Pharaonenreiches. Hier wurde der Machtanspruch über das riesige Land symbolisch in Steinen verewigt. Eine der Inschriften berichtet von einer katastrophalen Hungersnot, die 7 Jahre andauerte. Der Text erzählt, dass der Weise Imhotep nach Nubien an die Nilquellen reiste, um höchstpersönlich die Wassernot zu beheben.
Eine Legende zwar, und erst viele Generationen später in den Fels gemeißelt, aber sie wird seit uralter Zeit an den Ufern des Flusses voll Ehrfurcht überliefert. Zur Bekämpfung der Hungersnot soll Imhotep die Errichtung des ersten Bewässerungssystems geplant haben, mit dem Nilwasser auf die Felder geleitet werden kann, selbst bei extrem niedrigem Flusspegel. Dank Imhotep blüht das Land auf. Das Volk verehrt ihn. Denn wer dem Nil seinen Willen aufzwingt, der muss den Göttern nahe sein. So gilt er auch als Vater der Hieroglyphen. Alle Schriftgelehrten bringen ihm für sein vermeintliches Verdienst Opfer dar. Sicher ist, dass die Erfindung der Schrift die Voraussetzung für das Entstehen des Staatswesens war. Ohne sie wäre die Entwicklung der Zivilisation nicht möglich gewesen. Und ohne sie hätten wir auch nicht von der Existenz des großen Imhotep erfahren. With the ability to keep records. Mit der Möglichkeit, Aufzeichnungen zu machen, Lagerlisten anzulegen, Überlieferungen, Gebete und religiöse Glaubenssätze, Briefe und Dokumente niederzuschreiben, konnte Ägypten seine Kultur über einen langen Zeitraum vervollkommnen. Ohne Schrift wäre das nicht möglich gewesen. Mit Hilfe der Hieroglyphen ist es den Priestern erst möglich, das Mysterium des Todes zu erklären. Sterben bedeutet ihnen die Trennung des Körpers von Ak, Ba und Ka, den drei Elementen des Lebensgeistes. Darum sind die alten Ägypter auch so davon besessen, den Leichnam zu konservieren. Ohne den greifbaren Körper würde auch der Geist des Lebens für alle Zeit zugrunde gehen, so fürchten sie. Die Konservierung des Leibes, sie allein garantiert das Fortleben in der jenseitigen Welt. In der Frühzeit des Reiches wird der Tote fest in Bandagen gewickelt, hinaus in die Wüste gebracht und bestattet. Dort trocknet er im keimfreien Sand aus. Das erscheint den Pharaonen eines Tages zu unzuverlässig und zu wenig exklusiv. Aber als sie sich in eigenen Grabanlagen beisetzen lassen, begleitet von magischen Beschwörungsformeln und Gebeten, taucht ein unlösbares Problem auf. Die Leichen gehen in den Särgen zwangsläufig in Fäulnis über. Wie kann der unheilvolle Prozess gestoppt werden? Viele Ärzte in Ägypten versuchen, das Rätsel zu entschlüsseln. Imhotep findet die Lösung. Auf den erfolgreichen Entdecker wartet nicht nur reicher Lohn, sondern es winkt ewiger Ruhm. Er entnimmt die inneren Organe, die vergänglichsten Teile des menschlichen Körpers, und verwahrt sie in speziellen Gefäßen, den Kanopenvasen. Als der Arzt die Leichen seziert, kommt er zu dem Schluss, dass Luft das Fleisch zersetzt. Darum beginnt er, die Körper in dünne Tücher zu wickeln, um sie gegen die Umgebungsluft zu isolieren. Offensichtlich wurde die Mumifizierung seit Djoser's Regierungszeit praktiziert. Ich glaube, dass Imhotep zu ihren Erfindern gehörte, weil man ihn später als Gott des Heilwesens verehrte. Genaueste Vorschriften und Rezepturen regeln die Mumifizierung, die bald jedem Ägypter als das wichtigste Ziel seines Lebens erscheinen muss. Das Privileg der Pharaonen, für die Ewigkeit präpariert zu werden, wird im Laufe der Jahrhunderte auch für alle Untertanen zugänglich. Der Körper wird mit Palmwein gewaschen und dann mit duftenden Gewürzen gefüllt. Das Bandagieren dauert mehr als 10 Tage. Und kann einige 100 Quadratmeter teures Leinentuch verbrauchen. Abschließend versiegelt heißes Harz die Mumie. Die
Der Pharao ist tot. Imhotep wird sein ganzes Wissen aufwenden, um Djoser den letzten Dienst zu erweisen. Die Mumifizierung soll den Leichnam für alle Zeit bewahren. Der Pharao muss im Jenseits weiterleben, als zuverlässiger Garant, dass sich die Schöpfung immer wieder erneuert. In der Vorstellung der Ägypter bedeutet das, die Sonne kehrt jeden Morgen aus dem Totenreich zurück und die Nilflut setzt alljährlich zur bestimmten Zeit wieder ein. Doch Ka, der Geist des Toten, braucht einen intakten Körper, um seinen Aufgaben als Wiedergänger des Königs nachkommen zu können, Ägypten vor dem Chaos zu bewahren. Der Mumifizierungsprozess beinhaltet auch das komplizierte Entfernen des Gehirns durch die Nasenhöhlen. Die durch lange Erfahrung erworbenen Kenntnisse über den Bau des menschlichen Körpers kommen Imhotep jetzt zugute, auch wenn er die Funktion der einzelnen Organe noch nicht begreifen kann. Nun ist es die Aufgabe der Priester, über das Wohlbefinden der Mumie zu wachen und sie mit der notwendigen Totennahrung zu versorgen. Für ihre Opferdienste und Kulthandlungen entlohnt man sie fürstlich. Bald gehören sie durch ihren Reichtum und ihre Nähe zu den Göttern zu den mächtigsten im Lande. Gleich hinter dem Pharao. Die imposanten Tempelanlagen werden von Generation zu Generation immer mehr erweitert und wachsen zu einem Staat im Staate heran. Selbst die Pharaonen sehen sich in ihrem Herrschaftsmonopol bedroht, bis sie sich sogar ganz der Priestermacht beugen müssen. Die ägyptischen Tempel wurden die reichsten und mächtigsten Institutionen im Land. Wahrscheinlich kontrollierten sie 85% der gesamten Wirtschaftskraft. Im Laufe der Zeit vereinigten die Priester darum immer mehr ökonomische Macht mit politischem Einfluss. Imhotep hat den allerersten Totentempel für Pharao Djoser errichtet. Er gleicht einer kolossalen Theaterkulisse. Überdimensionierte Säulen ohne Funktion, falsche Türen und Sackgassen. Die Ausgräber der Stufenpyramide geraten nicht mehr aus dem Staunen. Denn alles wurde in doppelter Ausführung gebaut. Der Archäologe Ayman Gamal forscht seit langem in Saqqara. Doch auch für ihn birgt der geheimnisvolle Untergrund immer wieder neue Überraschungen. Am Ende eines tiefen Tunnels liegt das Südgrab. Es ist die exakte Kopie einer zweiten Grabkammer im Nordteil. Doch welchen Sinn hat das aus Stein und Kacheln geschaffene Spiegelbild? Wir stehen jetzt in der blauen Kammer des Südgrabes. Das ist eine Scheintür, die symbolische Pforte ins Schattenreich. Die abgebildete Figur zeigt den König als jungen Mann. Damit soll seine sich im Jenseits immer wieder erneuernde Kraft dargestellt werden. Der Hieroglyphenfries über der mysteriösen Scheintür nennt die Namen und Ehrentitel von Pharao Djoser. Herrscher von Ober- und Unterägypten, König mit dem Körper eines Gottes. Auch die Wände der Magazinkammern sind mit blaugrün glasierten Kacheln verkleidet. Sie imitieren Wandmatten aus Schilf. Alles soll dem Wohlbefinden des Toten dienen. Von der nördlichen blauen Kammer führt ein weiterer Tunnel zu Djosers Grab in 25 Metern Tiefe. Über ihm schweben 1 Million Tonnen Steinquader. Ein Erdbeben hat alles zerstört und auch den Sarkophag fast ganz unter sich begraben. Man erkennt gerade noch, dass er aus Aswan-Granit gefertigt wurde, 1000 Kilometer entfernt von hier.
Räuber verschafften sich mit einem zweiten Tunnel Zugang in die Pyramide und plünderten die Sarkammer. Doch auch damit konnten sie die unvergleichliche Leistung im Hoteps nicht zerstören. Djoser und Imhotep war es zu verdanken, dass ihre Epoche zum goldenen Zeitalter wurde. Die einzigartige Krönung der damaligen Errungenschaften ist die Stufenpyramide. Ihre Steinhülle verbirgt das Geheimnis vom Sterben auf Erden und der Wiedergeburt im Jenseits. Pharao Djoser war friedlich gestorben, in der Gewissheit, dass er zum Himmel aufsteigen wird. Mit Hilfe der Steinpyramide, die sein Hofgenie nur für ihn errichtet hat. Ob seine Mumie eine ebenso prächtige Goldmaske schmückte, wie sie Pharao Tutanchamun trug, wissen wir nicht. Mehr als ein Jahrtausend nach Djoser hatte sich Ägypten kaum verändert. Nur Pyramiden wurden nicht mehr errichtet. Die Königsgräber grub man nun tief ins Gebirge, um all die Schätze der Pharaonen zu verbergen. Dort zelebriert der Sem-Priester die Wiedererweckungszeremonie. Dem Toten wird symbolisch der Mund geöffnet, damit er aufs Neue atmen, essen und trinken kann. Dann werden köstliche Früchte und Speisen gebracht. Es soll dem Verstorbenen an nichts mangeln, auf der langen Reise ins Jenseits. Inzwischen sind 70 Tage vergangen, seit Djoser der Tod ereilte. Alles ist nun nach bestem Wissen getan. Den traditionellen Vorschriften wurde Folge geleistet, die notwendigen Gebete gesprochen. Im Hotep muss sich kein Versäumnis vorwerfen. Ak Enef Im Isiremis. Bald wird ein mächtiger Granitblock den Zugang verschließen. Dann wachen allein die Zaubersprüche an den Wänden der Grabkammer über die Totenruhe. Die magischen Inschriften verfluchen jeden unbefugten Eindringling bis in alle Ewigkeit. Doch in Djosers Grab konnten sie die Räuber nicht von der Plünderung abhalten. Nach der Bestattung des Königs vollendet Imhotep sein Werk. Auf dem Grundsockel errichtet er weitere Etagen, bis die Pyramide ihre endgültige Form von 6 Stufen erreicht hat. An der Nordseite fügt er eine Tempelanlage hinzu. In ihr sitzt eine Statue von Pharao Djoser hinter einer Sichtöffnung und blickt aus dem Verborgenen in die Ferne. In den jetzt leeren Augenhöhlen steckten einst 2 Bergkristalle. Sie waren durch die Schräglage des Tempelraumes auf den Himmel ausgerichtet. Wo die Sonne im Westen dem Reich des Todes untergeht und wo die göttlichen Brüder des Pharao zu Hause sind, auf ihrer ewigen Reise durch die Unendlichkeit. Sie verheißen dem Verstorbenen eine Zukunft ohne die Grenzen der Zeit. An den Wänden der Grabkammern nehmen Planeten und Sterne Gestalt an, um dem Toten Geleit zu geben auf seinem weiten Weg. Und auch die Tempelkapellen schmückt ein verheißungsvoller Sternenhimmel. Nach Fertigstellung der Stufenpyramide verschwindet Imhotep für lange Zeit aus den Annalen. Keine Schriftquelle nennt mehr seinen Namen. Erst viele Jahrhunderte später wird sein Andenken wiedererweckt. Er führte Ägypten aus der dunklen Vorzeit und öffnete seinen Zeitgenossen die Augen für den Fortschritt und die Wissenschaft. Gegen alle Widerstände. Hassten ihn darum die Priester?
Fiel er den Intrigen einer mächtigen Hofklique zum Opfer? Haben Sie seine Spuren verwischt? War es Ihre Rache dafür, dass ein einfacher Baumeister mehr Einfluss gewann als der Oberpriester? Es wäre nicht das erste Mal in Altägypten, dass man jemanden vergessen wollte und seinen Namen von den Monumenten tilgte. In besonders schweren Fällen, wenn zum Beispiel ein König gegen religiöse Traditionen verstoßen hatte, wurde sogar das Grab geöffnet und der Inhalt zerstört. Wir wissen jedoch nicht genau, ob so etwas auch mit Imhotep passiert ist. »1300 Jahre nach Imhotep wagt es ein Pharao, gegen die Gesetze von Tradition und Religion zu verstoßen. Sein Name Echnaton, der Erleuchtete der Sonne. Gemeinsam mit seiner schönen Gemahlin Nofretete stürzt er die alten Götter von ihrem Thron. Nur noch dem einzigen Gott Aton, dem Sonnenlicht, dürfen die Untertanen huldigen« und dem König selbst. Echnaton lässt die Priester aus den Tempeln vertreiben. Es kommt zu Mord und Totschlag. Überall werden die alten Götternamen ausgehackt. Doch dann fällt der Ketzer selbst dem Flug des Vergessens anheim. Sein Grab bleibt leer. Ereilte ihn die grausamste Strafe Altägyptens, die Zerstörung des Leichnams? Auch das Schicksal des großen Erneuerers Ägyptens ist unbekannt. Imhotep wird einige Jahre nach Pharao Djoser sterben. Aber sein Grab und seine Mumie sind bis heute verschollen. Sie könnten den Wissenschaftlern Auskunft geben über Imhoteps wahre Geschichte. Die Entdeckung seiner Grabanlage wird eine größere Sensation sein als die Schätze von Pharao Tutanchamun. Imhotep fasziniert die Menschen in aller Welt, weil er von einem Geheimnis umgeben ist. Er strahlt Magie aus. Er ist ein Genie, das vor 5000 Jahren die Stufenpyramide erfunden hat. Das erste Gebäude, das jemals ganz aus Stein errichtet wurde. Seit Jahren durchsuchen die Archäologen in Saqqara jeden Quadratzentimeter nach Hinweisen auf das verschollene Grab. Sie sind fest davon überzeugt, dass die letzte Ruhestätte des Baumeisters in der Nähe seiner Stufenpyramide liegt. Das erste Universalgenie der Weltgeschichte lässt die Forscher nicht zur Ruhe kommen. Jede mögliche Spur wird untersucht. This tomb is very important discovery. Dieses Grab ist eine wichtige Entdeckung, denn es gehört einem Arzt, einem Doktor, der vor 4200 Jahren gestorben ist. Hier sind wir auf zwei überraschende Dinge gestoßen. Das erste war der Fund von medizinischem Gerät, das ägyptische Ärzte bei Operationen benutzten, ganz so, als ob der Tote selbst damit operiert hätte. Die zweite und wichtigere Überraschung war der Fund dieser Statue des Imhotep, dem Architekten der Stufenpyramide. Vor 2500 Jahrtausenden haben die Menschen sein Bildnis vor diesem Grabmal vergraben, um die enge Verbindung des hier bestatteten Arztes zum vergöttlichten Imhotep zu betonen. Darum vermuten wir Imhoteps Grab hier in der Umgebung. Die Suche führt auch in den gigantischen Totenschrein von Pharao Djoser. Bis heute ist er von einem Geheimnis umgeben. Der Ägypter Ayman Gamal erforscht das 50 Kilometer lange Tunnellabyrinth der Pyramide. Wir sind jetzt in diesem unterirdischen Gang im Nordabschnitt des Gebäudes. Der Korridor führt weiter nach unten und genau hier befinden wir uns jetzt. Doch wo liegt der große Imhotep begraben?
Vielleicht in diesen Kasematten, in kaum 600 Meter Entfernung von der Stufenpyramide? Bisher schlugen alle Versuche fehl, in der weitverzweigten Anlage ein Grab zu finden. Insgesamt 36.000 mumifizierte Tiere liegen hier übereinander gestapelt in gleichförmigen Tonvasen. Es sind vor allem Ibisse. Pilger brachten sie an diesen Ort, um dem Gott der Weisheit zu huldigen. Die englischen Ausgräber sahen sich schon kurz vor dem Ziel. Wo Imhoteps heiliger Vogel in solchen Massen mumifiziert liegt, da muss auch der vergöttlichte Gelehrte des Pharao Djoser begraben sein, so glaubten sie. Aber wo ist seine Mumie? Das Areal kann eingegrenzt werden, aber es sind immer noch einige Quadratkilometer, über denen zum Teil wahrscheinlich 10 Meter Flugsand liegen. 3000 Jahre lang herrschten die Pharaonen über Ägypten. Sie ließen gewaltige Pyramiden und Tempel errichten, die von ihrem Reichtum und Kriegsruhm künden sollten. Im Gedächtnis der Menschheit jedoch ist vor allem die Erinnerung an einen Künstler und Wissenschaftler erhalten geblieben, an seine alles überragenden Taten als Erfinder, Baumeister, Arzt, Schriftgelehrter und als geheimnisvoller Magier des Pharao. Die Entdeckung seiner Grabanlage wird eine größere Sensation sein als die Schätze von Pharao Tutanchamun. Imhotep fasziniert die Menschen in aller Welt, weil er von einem Geheimnis umgeben ist. Er strahlt Magie aus. Er ist ein Genie, das vor 5000 Jahren die Stufenpyramide erfunden hat. Das erste Gebäude, das jemals ganz aus Stein errichtet wurde. Seit Jahren durchsuchen die Archäologen in Saqqara jeden Quadratzentimeter nach Hinweisen auf das verschollene Grab. Sie sind fest davon überzeugt, dass die letzte Ruhestätte des Baumeisters in der Nähe seiner Stufenpyramide liegt. Das erste Universalgenie der Weltgeschichte lässt die Forscher nicht zur Ruhe kommen. Jede mögliche Spur wird untersucht. This tomb is very important discovery. Dieses Grab ist eine wichtige Entdeckung, denn es gehört einem Arzt, einem Doktor, der vor 4200 Jahren gestorben ist. Hier sind wir auf zwei überraschende Dinge gestoßen. Das erste war der Fund von medizinischem Gerät, das ägyptische Ärzte bei Operationen benutzten, ganz so, als ob der Tote selbst damit operiert hätte. Die zweite und wichtigere Überraschung war der Fund dieser Statue des Imhotep, dem Architekten der Stufenpyramide. Vor 2500 Jahrtausenden haben die Menschen sein Bildnis vor diesem Grabmal vergraben, um die enge Verbindung des hier bestatteten Arztes zum vergöttlichten Imhotep zu betonen. Darum vermuten wir Imhoteps Grab hier in der Umgebung. Die Suche führt auch in den gigantischen Totenschrein von Pharao Djoser. Bis heute ist er von einem Geheimnis umgeben. Der Ägypter Ayman Gamal erforscht das 50 Kilometer lange Tunnellabyrinth der Pyramide. Wir sind jetzt in diesem unterirdischen Gang im Nordabschnitt des Gebäudes. Der Korridor führt weiter nach unten und genau hier befinden wir uns jetzt.
Doch wo liegt der Große Imhotep begraben? Vielleicht in diesen Kasematten, in kaum 600 Meter Entfernung von der Stufenpyramide? Bisher schlugen alle Versuche fehl, in der weitverzweigten Anlage ein Grab zu finden. Insgesamt 36.000 mumifizierte Tiere liegen hier übereinander gestapelt in gleichförmigen Tonvasen. Es sind Christus, erblickt Imhotep das Licht der Welt. Über ein Jahrtausend vor Ramses und Tutanchamun. Schon bald dringt der Ruf des jungen Genies bis nach Memphis, der alten Hauptstadt von Unter- und Oberägypten. Noch sind die Häuser und Paläste am Regierungssitz der Pharaonen niedrige Bauten aus Lehmziegeln, wie die Computeranimation zeigt. Alle, ob Bettler oder König, wohnen in bescheidenen Gebäuden. Der junge Imhotep arbeitet an einer höchst wirkungsvollen Entdeckung. Einer Mischung aus Stroh und Lehm fügt er Stoffstreifen hinzu, um das Auseinanderbrechen von Ziegelsteinen zu verhindern. Versuche wie diese, so einfach sie uns erscheinen, werden Imhotep eines Tages zu seinem größten Triumph führen, der Erfindung eines revolutionären Baumaterials. Imhoteps Vater Khnofer ist selbst Architekt. Er gibt dem ehrgeizigen Jüngling das handwerkliche Rüstzeug mit auf den Weg. Aber bald kann der Lehrer dem Schüler nicht mehr folgen. Zu neuartig sind Imhoteps Ideen. Imhotep führt dem Vater die neuartige Technik vor. Aber das Experiment endet enttäuschend. Die Stoffstreifen können das Auseinanderbrechen nicht verhindern. Khnofer empfiehlt die Verwendung eines festeren Stützmaterials. Doch Imhotep mag sich nicht mit der Verbesserung von Altbekanntem begnügen. Er will etwas völlig Neues, noch nie Gesehenes schaffen. Ein atemberaubendes Bauwerk ohne Vorbild. Einem Gott angemessen. Es ist eine Sternstunde menschlichen Geistes. Vor Imhoteps träumenden Augen erscheint ein für alle sichtbares Symbol der dauerhaften Verbindung zwischen Menschen und Göttern. Eine gigantische Pyramide. Aber wie kann er sie jemals bauen? Ihr ungeheures Gewicht zerdrückt alle Lehmziegel. Nur ein künstlicher Berg aus Stein könnte dem Druck widerstehen. Pharao Djoser lädt Imhotep zu sich in den Palast. Die Bauern verlassen Dörfer und Familien, um zu Zehntausenden zur Großbaustelle zu ziehen. Dort müssen sie es, nach heutiger Schätzung, mindestens 20 Jahre lang aushalten. Der Pyramidenbau ist aber alles andere als nur ungeliebter Frondienst oder gar Zwangsarbeit für Sklaven. Niemand leidet Not, wenn er seine Arbeitskraft in den Dienst der gemeinsamen Sache stellt. Der Bauplatz ist auf einer Hochebene am Rande der Wüste sorgfältig ausgewählt worden. Selbst die Vermessungsarbeiten folgen einer strengen Inszenierung. Dabei wird die Anlage mit einer bis heute unerklärlichen Präzision auf den Meter genau ausgerichtet. Imhotep lässt die Steine mit derselben Technik zerteilen, wie sie die Einheimischen noch heute anwenden. Und damit kann sogar ein großer Block in wenigen Minuten gespalten werden. Man muss nur die naturgegebene Bruchlinie des Steins erkennen und dann doch zuschlagen. Bis heute ist an der 60 Meter hohen Pyramide die sorgfältige Arbeit der Steinmetzpioniere zu bewundern.
Dies ist ein ganz besonderer, sehr glatter Stein. Ein weißer, feiner Kalkstein, den man aus Tura holte. Das liegt auf der östlichen Nilseite. Mit diesem speziellen Stein haben die Ägypter dann die ganze Oberfläche der Pyramiden bis hinauf zur Spitze verkleidet. Halb verborgen unter dem Sand der Wüste liegen die Gräber der allerersten Pharaonen. Die Bauten bestehen aus Lehmziegeln und begannen schon bald wieder zu zerfallen. Ein erschreckender Anblick für Pharao Djoser. Nun wird Imhotep mit unvergänglichem Stein bauen für die ewige Herrschaft seines Königs. Die Bauarbeiten beginnen mit der Grabung eines 28 Meter tiefen Schachtes. In ihm wird eines Tages der königliche Sarkophag abgeseilt, bevor ein 3,5 Tonnen schwerer Granitdeckel den Zugang blockiert. Der einzige Pyramideneingang auf der Nordseite war kaum auffindbar, weil ihn eine schwere Ziegelsteindecke verdeckte. Die so geschützte Grabkammer ist von unzähligen Korridoren und Gruben umgeben. Einerseits bietet dieses meisterhafte Labyrinth, in den jetzt leeren Augenhöhlen steckten einst zwei Bergkristalle. Sie waren durch die Schräglage des Tempelraumes auf den Himmel ausgerichtet. Wo die Sonne im Westen dem Reich des Todes untergeht und wo die göttlichen Brüder des Pharao zu Hause sind, auf ihrer ewigen Reise durch die Unendlichkeit. Sie verheißen dem Verstorbenen eine Zukunft ohne die Grenzen der Zeit. An den Wänden der Grabkammern nehmen Planeten und Sterne Gestalt an, um dem Toten Geleit zu geben auf seinem weiten Weg. Und auch die Tempelkapellen schmückt ein verheißungsvoller Sternenhimmel. Nach Fertigstellung der Stufenpyramide verschwindet Imhotep für lange Zeit aus den Annalen. Keine Schriftquelle nennt mehr seinen Namen. Erst viele Jahrhunderte später wird sein Andenken wiedererweckt. Er führte Ägypten aus der dunklen Vorzeit und öffnete seinen Zeitgenossen die Augen für den Fortschritt und die Wissenschaft. Gegen alle Widerstände. Hassten ihn darum die Priester? Fiel er den Intrigen einer mächtigen Hofklique zum Opfer? Haben sie seine Spuren verwischt? War es ihre Rache dafür, dass ein einfacher Baumeister mehr Einfluss gewann als der Oberpriester? Es wäre nicht das erste Mal in Altägypten, dass man jemanden vergessen wollte und seinen Namen von den Monumenten tilgte. In besonders schweren Fällen, wenn zum Beispiel ein König gegen religiöse Traditionen verstoßen hatte, wurde sogar das Grab geöffnet und der Inhalt zerstört. Wir wissen jedoch nicht genau, ob so etwas auch mit Imhotep passiert ist. ...1300 Jahre nach Imhotep wagt es ein Pharao, gegen die Gesetze von Tradition und Religion zu verstoßen. Sein Name Echnaton, der Erleuchtete der Sonne. Gemeinsam mit seiner schönen Gemahlin Nofretete stürzt er die alten Götter von ihrem Thron. Nur noch dem einzigen Gott Aton, dem Sonnenlicht, dürfen die Untertanen huldigen... und dem König selbst. Zwischen Menschen und Göttern eine gigantische Pyramide. Aber wie kann er sie jemals bauen? Ihr ungeheures Gewicht zerdrückt alle Lehmziegel. Nur ein künstlicher Berg aus Stein könnte dem Druck widerstehen. Pharao Djoser lädt Imhotep zu sich in den Palast, gegen den Willen der Höflinge und Tempelpriester.
Denn der aufgehende Stern des Erfinders überstrahlt bereits alle Konkurrenten. Und zwar ist Ägypten unter Djosas Regierung Schauplatz der ersten kulturellen Revolution seiner Geschichte. Doch noch bestimmen strenge Gesetze und Gebote aus grauer Vorzeit das Leben bei Hofe. Djosas Name bedeutet der Mann mit dem göttlichen Körper. Unter Androhung der Todesstrafe darf ihm kein Untertan in die Augen blicken oder ihn berühren. Djosa stellt einen für seine Zeit neuen Herrschertyp dar. Er will das traditionelle Hofzeremoniell reformieren und sich von der Bevormundung durch die Priester befreien. Er beschäftigt sich mit Fragen über die Ordnung und Beschaffenheit der Welt. Wo ist der Platz des Pharao zwischen Himmel und Erde? Und vor allem, gibt es eine Rückkehr aus dem Jenseits? Imhotep eilt der Ruf voraus, trotz seiner Jugend ein überaus weiser Mann zu sein. Der Pharao hat einen Gelehrten gefunden, der ihm seine Wünsche erfüllen will. In Verbindung zu den Göttern zu treten, um es ihnen gleichzutun. Und für alle Zeit die Welt zu regieren. Imhotep unterbreitet Djosa seinen revolutionären Plan. Das ewige Leben will er ihm schenken und ein riesiges Grabmal, das bis hinauf zu den Göttern reicht. Ein Palast für das Leben nach dem Tod. Doch die Ägypter werden eines Tages nicht Djosa zum Gott erheben, sondern den Baumeister Imhotep. Noch 2000 Jahre später betet das Volk ihn an. Die Antwort der Priester auf Imhoteps Pläne ist ausgesprochen feindselig. Sein enges Verhältnis zum Pharao unterminiert ihre traditionelle Machtposition. Und sie sorgen sich, wer auf den Feldern arbeitet, wenn jeder Mann auf den Großbaustellen beschäftigt, verehrte. Genaueste Vorschriften und Rezepturen regeln die Mumifizierung, die bald jedem Ägypter als das wichtigste Ziel seines Lebens erscheinen muss. Das Privileg der Pharaonen, für die Ewigkeit präpariert zu werden, wird im Laufe der Jahrhunderte auch für alle Untertanen zugänglich. Der Körper wird mit Palmwein gewaschen und dann mit duftenden Gewürzen gefüllt. Das Bandagieren dauert mehr als 10 Tage und kann einige 100 Quadratmeter teures Leinentuch verbrauchen. Abschließend versiegelt heißes Harz die Mumie. Der Pharao ist tot. Imhotep wird sein ganzes Wissen aufwenden, um Djosa den letzten Dienst zu erweisen. Die Mumifizierung soll den Leichnam für alle Zeit bewahren. Der Pharao muss im Jenseits weiterleben, als zuverlässiger Garant, dass sich die Schöpfung immer wieder erneuert. In der Vorstellung der Ägypter bedeutet das, die Sonne kehrt jeden Morgen aus dem Totenreich zurück und die Nilflut setzt alljährlich zur bestimmten Zeit wieder ein. Doch Ka, der Geist des Toten, braucht einen intakten Körper, um seinen Aufgaben als Wiedergänger des Königs nachkommen zu können, Ägypten vor dem Chaos zu bewahren. Der Mumifizierungsprozess beinhaltet auch das komplizierte Entfernen des Gehirns durch die Nasenhöhlen. Die durch lange Erfahrung erworbenen Kenntnisse über den Bau des menschlichen Körpers kommen Imhotep jetzt zugute, auch wenn er die Funktion der einzelnen Organe noch nicht begreifen kann. Nun ist es die Aufgabe der Priester, über das Wohlbefinden der Mumie zu wachen und sie mit der notwendigen Totennahrung zu versorgen. Für ihre Opferdienste und Kulthandlungen
entlohnt man sie fürstlich. Bald gehören sie durch ihren Reichtum und ihre Nähe zu den Göttern zu den mächtigsten im Lande, gleich hinter dem Pharao. Die imposanten Tempelanlagen werden von Generation zu Generation immer mehr erweitert und wachsen zu einem Staat im Staate heran. Selbst die Pharaonen sehen sich in ihrem Herrschaftsmonopol bedroht, bis sie sich sogar ganz den Neigungswinkel ablesen. Der Pyramidenbau geht langsam seiner Vollendung entgegen. Jeder Untertan im Reich ist auf irgendeine Weise daran beteiligt, die Bande zwischen den Göttern und dem Pharao enger zu knüpfen. Djoser regiert nun schon seit langem erfolgreich über das Nilreich. Imhotep ist zum engsten Vertrauten des Herrschers geworden und wird von seinem Förderer zum Oberpriester des Sonnengottes ernannt. Imhotep. Viele Jahre sind vergangen, seitdem sie den Grundstein für die große Pyramide gelegt haben. Der Bau ist immer weiter emporgewachsen. Aber Djoser wartet immer noch auf eine befriedigende Antwort. Kann der Mensch unsterblich werden? Jetzt endlich hat Imhotep die Lösung gefunden. Er hat die Vision einer riesigen Treppe aus Stein, auf der Djoser zum Himmel aufsteigen soll. Hinauf zu seinem wahren Vater Re, dem Sonnengott. Dort endlich wartet die Unsterblichkeit, die bisher nur den Göttern vorbehalten war und nun auch dem Pharao vergönnt sein soll. Bis heute sind nicht alle Details geklärt, wie die alten Ägypter vor 4.500 Jahren solch ein Wunderwerk erschaffen konnten. Die Pyramide gibt selbst den Spezialisten unzählige Rätsel auf. Die Pyramide. Die von Imhotep erbaute Stufenpyramide hatte eine religiöse Bedeutung. Die Ägypter machten sich ein Bild von der Erschaffung der Welt. Dort stieg der Sonnengott von einem Berg herab, um die Menschen zu erschaffen. Diesen Berg sollte die Pyramide nachformen. Unter ihr wurde der Pharao begraben, um auf ihren Treppenstufen hinauf zum Sonnengott zu gelangen. So steht es in den Schriften, die in späterer Zeit die Pyramiden schmücken. Seit Imhoteps Zeiten benutzen alle großen Pyramidenbauer das gleiche System. Verführte Ägypten aus der dunklen Vorzeit und öffnete seinen Zeitgenossen die Augen für den Fortschritt und die Wissenschaft. Gegen alle Widerstände. Hassten ihn darum die Priester? Fiel er den Intrigen einer mächtigen Hofklique zum Opfer? Haben sie seine Spuren verwischt? War es ihre Rache dafür, dass ein einfacher Baumeister mehr Einfluss gewann als der Oberpriester? Es wäre nicht das erste Mal in Altägypten, dass man jemanden vergessen wollte und seinen Namen von den Monumenten tilgte. In besonders schweren Fällen, wenn zum Beispiel ein König gegen religiöse Traditionen verstoßen hatte, wurde sogar das Grab geöffnet und der Inhalt zerstört. Wir wissen jedoch nicht genau, ob so etwas auch mit Imhotep passiert ist. Imhotep 1300 Jahre nach Imhotep wagt es ein Pharao, gegen die Gesetze von Tradition und Religion zu verstoßen. Sein Name
Echnaton, der Erleuchtete der Sonne. Gemeinsam mit seiner schönen Gemahlin Nofretete stürzt er die alten Götter von ihrem Thron. Nur noch dem einzigen Gott Aton, dem Sonnenlicht, dürfen die Untertanen huldigen und dem König selbst. Echnaton lässt die Priester aus den Tempeln vertreiben. Es kommt zu Mord und Totschlag. Überall werden die alten Götternamen ausgehackt. Doch dann fällt der Ketzer selbst dem Fluch des Vergessens anheim. Sein Grab bleibt leer. Ereilte ihn die grausamste Strafe Altägyptens, die Zerstörung des Leichnams? Auch das Schicksal des großen Erneuerers Ägyptens ist unbekannt. Imhotep wird einige Jahre nach Pharao Djoser sterben. Aber sein Grab und seine Mumie sind bis heute verschollen. Sie könnten den Wissenschaftlern Auskunft geben über Imhoteps wahre Geschichte. Die Entdeckung seiner Grabanlage wird eine größere Sensation sein als die Schätze von Pharao Tutanchamun. Imhotep fasziniert die Menschen in aller Welt, weil er von einem Geheimnis umgeben ist. Er strahlt Magie aus. Unsterblich werden. Jetzt endlich hat Imhotep die Lösung gefunden. Er hat die Vision einer riesigen Treppe aus Stein, auf der Djoser zum Himmel aufsteigen soll. Hinauf zu seinem wahren Vater Re, dem Sonnengott. Dort endlich wartet die Unsterblichkeit, die bisher nur den Göttern vorbehalten war und nun auch dem Pharao vergönnt sein soll. Bis heute sind nicht alle Details geklärt, wie die alten Ägypter vor 4.500 Jahren solch ein Wunderwerk erschaffen konnten. Die Pyramide gibt selbst den Spezialisten unzählige Rätsel auf. Die von Imhotep erbaute Stufenpyramide hatte eine religiöse Bedeutung. Die Ägypter machten sich ein Bild von der Erschaffung der Welt. Dort stieg der Sonnengott von einem Berg herab, um die Menschen zu erschaffen. Diesen Berg sollte die Pyramide nachformen. Unter ihr wurde der Pharao begraben, um auf ihren Treppenstufen hinauf zum Sonnengott zu gelangen. So steht es in den Schriften, die in späterer Zeit die Pyramiden schmücken. Seit Imhoteps Zeiten benutzen alle großen Pyramidenbauer das gleiche System. Pharao Cheops ebenso wie seine Nachfolger Khefren und Mykerinos. Die Pyramiden sind wie ein Symbol für die Staatsidee. Der Gottkönig steht an der Spitze der Gesellschaftspyramide. Er verbindet das Volk mit den Göttern, schafft Ordnung im Chaos. Das, was er garantiert, fördert über viele Jahrhunderte die friedliche Entwicklung des Nilreiches. Der Pharao und seine Pyramide, sie sind das Fundament der gesellschaftlichen Ordnung. Viele Könige sind Imhotep zu Dank verpflichtet. Er hat sie mit seinem Beispiel gelehrt, monumentale Bauwerke zu errichten, die ihre Regierungszeit um ein Vielfaches überdauern. In Theben lässt Königin Hatschepsut ihrem Lieblingsgott Amun einen grandiosen Terrassentempel aus Kalkstein bauen. 26 kolossale Statuen der Pharaonen überragen den heiligen Bezirk. Sohn einer riesigen Treppe aus Stein, auf der Djoser zum Himmel aufsteigen soll, hinauf zu seinem wahren Vater Re, dem Sonnengott. Dort endlich wartet die Unsterblichkeit, die bisher nur den Göttern vorbehalten war und nun auch dem Pharao vergönnt sein soll.
Bis heute sind nicht alle Details geklärt, wie die alten Ägypter vor 4.500 Jahren solch ein Wunderwerk erschaffen konnten. Die Pyramide gibt selbst den Spezialisten unzählige Rätsel auf. Die von Imhotep erbaute Stufenpyramide hatte eine religiöse Bedeutung. Die Ägypter machten sich ein Bild von der Erschaffung der Welt. Dort stieg der Sonnengott von einem Berg herab, um die Menschen zu erschaffen. Diesen Berg sollte die Pyramide nachformen. Unter ihr wurde der Pharao begraben, um auf ihren Treppenstufen hinauf zum Sonnengott zu gelangen. So steht es in den Schriften, die in späterer Zeit die Pyramiden schmücken. Seit Imhoteps Zeiten benutzen alle großen Pyramidenbauer das gleiche System. Pharao Cheops ebenso wie seine Nachfolger Khefren und Mykerinos. Die Pyramiden sind wie ein Symbol für die Staatsidee. Der Gottkönig steht an der Spitze der Gesellschaftspyramide. Er verbindet das Volk mit den Göttern, schafft Ordnung im Chaos. Das, was er garantiert, fördert über viele Jahrhunderte die friedliche Entwicklung des Nilreiches. Der Pharao und seine Pyramide, sie sind das Fundament der gesellschaftlichen Ordnung. Viele Könige sind Imhotep zu Dank verpflichtet. Er hat sie mit seinem Beispiel gelehrt, monumentale Bauwerke zu errichten, die ihre Regierungszeit um ein Vielfaches überdauern. In Theben lässt Königin Hatschepsut ihrem Lieblingsgott Amun einen grandiosen Terrassentempel aus Kalkstein bauen. 26 kolossale Statuen der Pharaonen überragen den heiligen Bezirk. So stehen die Nachfahren staunend vor all der Pracht, an deren Anfang der Name Imhotep steht. Auch der große Pharao Ramses folgt dem Vorbild.